So, liebe Leute, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Tobias Trommer und ich bin Musikpädagoge und Webdesigner und koordiniere hier das Aktionsbündnis 100 Stoppen und vernetze Bürgerinitiativen rund um das Ostkreuz. Gegen etwas zu sein ist natürlich sehr einfach. Manchmal werde ich gefragt, ob wir denn auch für etwas sind. Aber zuerst möchte ich zwei Fakten nennen. Private Autos stehen in der Regel zu 98% in der Zeit einfach nur rum. Und wenn sie dann mal fahren, dann wird es gerade in Berlin gefährlich. Denn Fahrradfahrer verunglücken hier exakt 14,6 Mal häufiger als in Kopenhagen. Und da fragt man sich, wie schaffen es die Berliner Verkehrsplaner zu so einem traurigen Spitzenwert? Die Verkehrspolitik erkennt man eigentlich nicht an den Sonntagsreden, sondern am besten an konkreten Beispielen. Hier mal zwei aus dem Kiez. Bei der Sanierung der Bahnbrücke Alt-Stralau da hinten hat man die Breite für Fuß- und Radwege um die Hälfte verringert, um Platz für eine zusätzliche Autospur zu schaffen. Oder auf dem Parkweg an der Bahnbrücke neben der Elsenbrücke fahren immer mehr Menschen mit dem Fahrrad. Statt einen kombinierten Fuß- und Radweg zu verbreitern, was technisch kein Problem ist, hat man da einfach Drängegitter aufgestellt, um den Radverkehr einzudämmen. Ich könnte die Liste jetzt noch endlos fortführen. In Berlin verändert sich die Mobilität enorm. Trotz Unzuverlässigkeit der S-Bahn und der Regionalbahn quetschen sich jedes Jahr mehr Menschen in die Züge und trotz Unfallzahlen wagen sich auch immer mehr Menschen aufs Rad und es gab sogar einen Volksentscheid dazu. In anderen Städten werden deshalb Straßen und Stadtautobahnen zurückgebaut. Warum nicht auch hier in Berlin? Wir stehen hier ganz nah am Endpunkt der im Bau befindlichen Stadtautobahn 100. Diese wurde in den 30er bis 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für die autogerechte Stadt konzipiert. Grünes Licht für den Bau bis Treptow gab es 2010 ausgerechnet von einer rot-roten Berliner Koalition, in der zuvor sowohl die SPD als auch die Linke gegen den Autobahnausbau gestimmt haben. Falls sie fertiggestellt wird, wird uns eine riesige Blechlawine den Platz zum Leben und die Luft zum Atmen nehmen. Und der 17. Bauabschnitt der 100 von hier nach Lichtenberg soll offenbar geräuschlos, ohne verbindliche Beteiligung von uns geplant werden. Ich habe den Eindruck, dass die Berliner Politik in Sachen Verkehrswende noch komplett sich im Tiefschlaf befindet. Wie wäre das mit folgendem Weckruf? Hopp, 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 100 Stopp. 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 Hopp, hopp, hopp. Feinstaub, Lärm und Stickoxide, A100 wollen wir nicht. Feinstaub, Lärm und Stickoxide, A100 wollen wir nicht. Ja, liebe Leute, ein wunderbares Bild, eine wunderbare Situation. So möchte man es noch immer haben. Wir stehen auf der Straße, die Autos müssen um uns herumfahren. Das ist ein super schönes Bild an so einem schönen Wettertag. Aber wir haben es immer schon gehört, es ist real knallharte Politik. Was wir uns in Berlin auch aus wissenschaftlicher Sicht leisten, ist ungehörig. Es wäre so, als ob wir Schwarz-Weiß-Fernsehen wieder einführen würden. Überall wird darüber nachgedacht, die Mobilitäts- und Verkehrswende zu schaffen. Das heißt, schlauer unterwegs zu sein, sozial gerechter unterwegs zu sein und vor allen Dingen für die Luft auch viel, viel angenehmer unterwegs zu sein von A nach B. Und das macht man heute nicht mehr, indem man Straßen baut. Es gilt weiterhin der alte Satz, wer Straßen sät, der wird Verkehr ernten. Und wir haben es eben schon gehört, die Berliner Politik setzt hier etwas fort, was sie in den 50er Jahren diskutiert hat. Aber wir in Berlin sind im Moment dabei, alles noch paradiesischer zu machen für Autos. Wir haben nur 8% unserer Fläche, ist überhaupt Parkraum bewirtschaftet. Das heißt, Berlin verschenkt die öffentliche Fläche für jeden, der ein privates Auto hat. Und deshalb fahren auch immer mehr Menschen von außerhalb nach Berlin rein und können hier pendeln, rein und raus und können ihr Auto überall hinstellen. Es kostet sie nichts. Und dafür bauen wir jetzt noch breite Straßen. Das geht anders. Das heißt, wir brauchen diese Autobahn nicht. Diese Autobahn
Autobahn ist kontraproduktiv, diese Autobahn braucht man nicht. Es ist also pflichtend, jetzt gegen diesen Weiterbau zu demonstrieren. Da wünsche ich uns allen viel Erfolg und auch einen schönen Tag. Vielen Dank. Halt, stopp! Die Autobahn kommt! A100 Wagenplätze, Abstand, Abstand, besetzen! Halt, stopp! Wir werden gerollt! A100 Wagenplätze, Abstand, Abstand, wir bleiben! Aber dann sprecht doch mal mit den Autofahrern. Bravo!